Heute gibt es super süße Rudolf-Cookies. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Für den Plätzchenteig verrührt ihr Erdnussbutter, weiche Butter, braunen und weißen Zucker und Vanillezucker zu einer cremigen Masse. Dann gebt ihr Ei dazu und rührt es so lange unter, bis sich alles gut verbunden hat. Das Mehl vermischt ihr mit Salz und Backpulver und gebt es zu den restlichen Zutaten. Wenn sich alles gut verbunden hat, formt ihr den Teig zu kleinen Kugeln und setzt sie mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Bei 180 Grad Umluft müssen sie dann 10 bis 15 Minuten in den Ofen. In dieser Zeit könnt ihr kleine Salzbrezeln in Stückchen brechen, die später das Geweih bilden sollen. Nach dem Backen werden die Brezelstückchen direkt in die Cookies gesteckt. Als Nase eignen sich am besten rote Schokolinsen und als Augen dunkle Zuckerschrift. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.